Nach einer tödlichen Messerattacke auf einer Polizeiwache in Rambouillet bei Paris hat die Antiterrorstaatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Dabei gehe es unter anderem um den Vorwurf des Mordes in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben. Eine Beamtin der Polizei war am frühen Freitagnachmittag von einem Angreifer mit einem Messer getötet worden. Dabei habe er laut Zeugen Allah Akbar gerufen, berichteten Medien. Die Republik hat gerade eine ihrer Alltagsheldinnen verloren. Bei einer barbarischen und unendlich feigen Tat, so Ministerpräsident Jean Castex auf Twitter. Ich bin mit dem Innenminister zum Tatort gefahren, um den Polizisten und Beamten der Rambouillet-Polizeistation, die von diesen Ereignissen sehr betroffen sind, all unsere Unterstützung zukommen zu lassen. Ich möchte allen Franzosen sagen, Männern und Frauen, wie intakt unsere Entschlossenheit ist, Terrorismus in all seinen Formen zu bekämpfen, mehr denn je. Notre détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes est plus que jamais intacte. Medien zufolge wurde der Angreifer von Polizisten angeschossen und starb an seinen Verletzungen. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 36-jährigen Mann aus Tunesien handeln, der der Polizei vorher nicht bekannt gewesen sei.